Hallo ihr Lieben, heute geht's weiter in dem Spezial Reitabzeichen. Und zwar geht es dabei jetzt darum, was euch im Prüfungsgespräch so gefragt werden könnte. Und da ihr da gut präpariert reingehen solltet und auch gut vorbereitet und vielleicht auch die Zusammenhänge, um die es da geht, so ein bisschen verstehen sollte, darum geht es in dem heutigen Video. Wie ich eingangs schon sagte, geht es in dem heutigen Video darum, gut im Prüfungsgespräch dazustehen. So, jetzt gucken wir mal, was erwartet euch. Diejenigen, die in Reitabzeichen 5 reiten oder hinterher das dressurspezifische Reiten, werden auch über ihr dressurmäßiges Reiten gefragt. Da ist es halt wichtig zu wissen, was sind die Hilfen des Reiters, wie sollte welche Hufschlagfigur aussehen und mache ich es dressurspezifisch so ein bisschen auf die Lektionen der Klasse A eingehend. Und das ist das, womit sich auch jetzt hier dieses Video primär beschäftigt. Deswegen habe ich es genannt Reitabzeichen 5/4, weil auch beim Reitabzeichen 4, wenn ihr es ganz normal macht mit A springen, A Dressur, wird halt abgefragt, wie viel ihr denn so wisst über das dressurmäßige Reiten in dieser Klasse. So, was kann euch erwarten? Ihr habt einmal die ganzen Paraden, das Video hatte ich schon eingestellt bei Reitabzeichen 5. Da solltet ihr wissen, dass eine ganze Parade immer zum Halten führt und wie ihr das reiterlich umsetzt. Das zweite, was euch ereilen wird, ist das Schenkelweichen. Das gibt es gleich in einem Video. Die nächste Lektion, die euch ereilen wird, ist das Rückwärtsrichten. Auch das kann es in einer A-Dressur geben, als auch das Angaloppieren in den höheren A-Dressuren aus dem Schritt und auch das Durchparieren zum Schritt. Aber da gehe ich primär bei Reitabzeichen 4 dressurspezifisch nochmal drauf ein. Dieses Reitabzeichen 5 dressurspezifisch bezieht sich auf eine A-Dressur. Das heißt, ihr müsst auch Bescheid wissen über mindestens die ersten 3 Punkte der Ausbildungsskala. Takt, Losgelassenheit, Anlehnung. Bisschen beginnende Schwungentwicklung, weil ihr habt das dritte Verlängern drin in der A-Dressur, als auch gerade Richtung. Ja, man möchte auch euch auf Zirkel und ganze Bahn möglichst gerade halten. Ja, alles weitere, was die versammelnden Sachen angeht, ist das nächste Reitabzeichen zur Verfügung. Deswegen zeige ich euch heute das Rückwärtsrichten als auch das große Thema des Schenkelweichens und dann gehen wir primär nochmal auf die Ausbildungsskala ein, aber hier stelle ich jetzt alle 6 Videos ein zum Thema Ausbildungsskala. Also für alle weiteren verweise ich immer auf dieses Video hier, weil die Ausbildungsskala braucht ihr für alle höheren Abzeichen. Die müsst ihr sozusagen rückwärts singen können. Hallo ihr Lieben, wir beschäftigen uns heute mit der Ausbildungsskala. Jeder, der vorhat, ein Reitabzeichen abzulegen, gerade die, die für die Leistungsprüfung nötig sind auf dem Turnier, wird damit in Verbindung gebracht. Wir reden dann von Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, gerade Richtung und Versammlung. Doch was bedeutet das und warum muss man ausgerechnet diese Reihenfolge beibehalten? Ganz einfach. Jeder möchte ein taktmäßig gehendes Pferd haben. Takt ist definiert als zeitliches, räumliches Gleichmaß von Schritten, Tritten und Sprüngen. Das heißt, erst wenn das gegeben ist, weiß ich reite ein lahmfreies Pferd
oder ein Pferd, was frei ist von Taktunmäßigkeiten, die zum Beispiel auf Muskelverspannung zurückzuführen sind oder aufgrund einer Fehlbelastung. Die langsamste Gangart, die wir betrachten, ist der Schritt. Hier geht als erstes das rechte Hinterbein vor, dann das rechte Vorderbein, das linke Hinterbein, das linke Vorderbein. Dabei wechselt sich immer ein Fuß ab, der in der Luft ist, und setzt wieder auf. Deswegen haben wir einen Viertakt in 8 Phasen. Ging euch die Fußfolge zu schnell, so schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe an. Ein guter Schritt ist immer daran zu erkennen, dass man kurzfristig ein V erkennen kann, weil das Pferd mit der Hinterhand in die Spur der Vorderbeine bzw. darüber tritt. Diesen Vorgang nennt man Siegeln. Seht ihr, wie jetzt das rechte Hinterbein, rechte Vorderbein, linke Hinterbein, linke Vorderbein. Und man sieht ganz kurzfristig das kleine V, was man erkennen muss, wenn die Beine in die Spur oder darüber hinaus der Vorderbeine treten. Im Schritt würde man auf dem Boden, auf hartem Boden, ein vierfaches Klappern hören, sofern das Pferd beschlagen ist. Die nächste Gangart, die wir uns betrachten, ist der Trab. Der Trab ist ein Zweitakt mit 4 Phasen. Das heißt, das Pferd setzt seine Füße diagonal auf dem Boden auf und hat immer dazwischen einen Moment der freien Schwebe. Das heißt, das linke Hinterbein und das rechte Vorderbein berühren gleichzeitig den Boden und das andere Beinpaar, was übrig ist, das Diagonale, folgt nach dem Moment der freien Schwebe. Ging euch das auch zu schnell, so könnt ihr es euch hier jetzt nochmal in der Zeitlupe anschauen. Das rechte Hinterbein und das linke Vorderbein gehen gleichzeitig, das linke Hinterbein und das rechte Vorderbein gleichzeitig. Auf Asphalt würdet ihr hier ein zweifaches Klappern hören mit einer kleinen zeitlichen Unterbrechung. Deswegen sollt ihr auch beim Tierarzt bei Lahmheitsdiagnostik immer vortraben. So, im Galopp haben wir jetzt was ganz Besonderes. Wir unterscheiden hier nämlich den Rechtsgalopp und den Linksgalopp. Der unterscheidet sich demnach, wie rum wir erstmal reiten. Später, wenn ihr weiter fortgeschritten seid, kann sich das auch nochmal ändern. Wir haben hier jetzt erstmal den Linksgalopp. Dort haben wir als erstes das rechte Hinterbein. Dann haben wir das diagonale Beinpaar, das innere Hinterbein, das äußere Vorderbein und dann das innere Vorderbein. Schaut einmal hin. Hinten, außen, diagonal, gleichzeitig, inneres Hinterbein, äußeres Vorderbein, dann das innere Vorderbein. Daran könnt ihr auch immer erkennen, ob ihr richtig seid. Haben wir jetzt den Rechtsgalopp als nächstes, ändert sich die Fußfolge entsprechend. Wir fangen wieder mit dem äußeren, also das an der Bande befindliche Hinterbein an, dann kommt das diagonale Beinpaar, inneres Hinterbein, äußeres Vorderbein, dann kommt das innere Vorderbein und schließt sich an. Das wäre dann der Handgalopp bei dem Rechtsherumreiten. Hallo ihr Lieben, heute beschäftigen wir uns mit dem 2. Punkt der Ausbildungsskala, der Losgelassenheit. Definiert ist sie als psychische Entspannung. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Pferd mit seinem Reiter eigentlich komplett zufrieden ist, mit sich und der Umwelt, im Reinen sozusagen. Jetzt gibt es eine Vielzahl von äußeren Merkmalen beim Pferd, wie man das feststellen kann. Als erstes möchte ich da sagen, ist es der Gesichtsausdruck des Pferdes. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit den einzelnen Merkmalen, weil ich finde immer, man muss ein Pferd im Gesamten betrachten. Wenn die Ohren noch ein bisschen gespitzt sind, das Pferd sich an der Umwelt orientiert, ist es noch so,
dass es wach ist, aber dennoch gleichzeitig auch losgelassen sein kann. Hier einige Beispiele von Pferden, die die Ohren aufmerksam zu ihrem Reiter richten und dabei gut bei den Hilfen zuhören. Hier bei der Stute sehr deutlich zu sehen, in deutlicher Dehnungshaltung und dabei gleichmäßig atmen. Denkt immer dran, die äußeren Merkmale, die man auch hören kann, sind eigentlich immer die wichtigsten. So ist bei den Pferden eine gleichmäßige, gute, tiefe Atmung. Mal ein Seufzen, ein Abschnauben, für mich immer das beste Zeichen einer tiefen Entspannung. Auch das gleichzeitige Pupsen kann dieses bewirken. Auch ihr kennt das selber, wenn ihr Sport macht und euer Darm wird locker. Auch das Abäppeln des Pferdes kann ein Zeichen der völligen körperlichen Entspannung sein. Aber wie sieht es mit der geistigen, der psychischen Entspannung aus? Da ist es wichtig, dass das Pferd eben halt auch einen entsprechenden Gesichtsausdruck hat. Nicht nur der locker getragene Schweif, die gleichmäßige Atmung, das gleichmäßige Muskelspiel machen es. Auch das Pferd muss im Reinen mit sich sein. Es wird erklärt, indem es eben halt sich geschmeidig an die Hand des Reiters heranlehnt. Die Übung, in der man es am besten überprüfen kann, ist das Zügel aus der Hand kommen lassen. Wir sehen hier eine Stute, die wirklich sehr schön sich nach unten wegdehnt, obwohl ihr Bewegungsablauf noch etwas hektisch erscheint. Das hat aber nichts mit mangelnder Losgelassenheit zu tun, sondern einfach damit, dass dieses Pferd per se einen sehr hohen Muskeltonus hat und eigentlich immer innerlich dachte, es ist ein Rennpferd und eben halt von sich aus einen gewissen Grad an Fleiß an. Dennoch kann man hier in der Zeitlupe erkennen, wie es sich brav nach vorne abwärts dehnt und eigentlich ganz zufrieden dabei hereinschaut. Deswegen ist es so wichtig, alle Merkmale des Pferdes sich zu beschauen und es nicht nur an einem Merkmal festzumachen. Hektisches Belecken, Knirschen oder ähnliches zeigen mangelnde Losgelassenheit. Hallo ihr Lieben, heute beschäftigen wir uns mit der Ausbildungsskala im Bereich Anlehnung. Da gibt es die meisten Mythen zu in der Reiterei. Was ist denn Anlehnung eigentlich? Ist das Ergebnis des aktiven Hinterbeins über einen schwingenden Rücken in die Reiterhand hinein. Das Pferd sucht dabei die Anlehnung und der Reiter gestattet sie. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Das Pferd geht mit einem aktiven Hinterbein und einem lockeren Rücken und stößt sich dabei am Zügel und damit an der Reiterhand ab. So wäre es ideal. Jetzt hier ein Bild von einem sehr jungen Pferd. Auch die Stirnlinie ist hier auch in der Senkrechten, aber dennoch mutet es etwas eigenartig an, so wie er daherkommt. Warum das so ist, erkläre ich später. Schauen wir uns mal ein etwas gereifteres Pferd an. Hier aktives Hinterbein, schwingender Rücken. Das Pferd stößt sich sicher an der Reiterhand ab und steht relativ ruhig oben durchs Genick kurz vor der Senkrechten. Hier das Ganze nochmal im Galopp. Auch da kann man erkennen, aktives Hinterbein, sehr sicher durch den Körper gehendes Pferd, vorne oben an die Hand heran. Also ist die Anlehnung niemals das Ergebnis einer Hand, die pariert, die steht oder sonst was macht, sondern immer aus der Bewegung heraus. Hier das aktive Hinterbein, es führt zum Aufwölben des Rückens. Dieser bringt dann den Widerrist nach oben und damit kommt das Pferd dann in die Anlehnung des Reiters hinein. Hier beim Zügel aus der Hand kauen lassen. Das wäre auch eine ideale Anlehnung für ein etwas jüngeres Pferd in der Ausbildung. Wie ist denn das jetzt im Schritt? Der Schritt ist ja komplett schwunglos. Auch da muss das Pferd mit einem aktiven Hinterbein die Bewegung über den Rücken bis zur Hand durchgehen lassen. Das heißt, die Hinterhand,
die Muskulatur des Rückens und die Anlehnung müssen miteinander korrespondieren. Das heißt, man kann nicht immer alleine nur dieses, ich setze mal in Gänsefüßchen, Kopf runter als Anlehnung bezeichnen. Schauen wir uns nochmal dieses Jungpferd an. Wenn ich euch erkläre, das ist gerade 4 Wochen unterm Sattel, ist es einfach die Position, die er einnimmt und hat noch nicht gelernt, aktiv unter den Schwerpunkt zu treten und dabei im Widerriss nachzugeben, weil er einfach noch nicht in Balance ist. Hier das Ganze einmal so ungefähr 6 Wochen später. Jetzt hat er gelernt, im Widerriss nachzugeben, weil das Hinterbein aktiv unter den Schwerpunkt tritt. Und damit kommt auch der Kopf in die Senkrechte. Und das wäre auch die ideale Anlehnung für ein junges Pferd. Er muss nicht aufgerichtet laufen. Ich zeige euch dazu jetzt nochmal einen kurzen Ausschnitt aus der S1. Hier ein Pferd, was ganz sicher mit versammeltem Trab oben durchs Genick geht. Hallo ihr Lieben, heute wieder ein Video zum Thema Ausbildungsskala. Diesmal der Schwung. Wir hatten ja gelernt, die Ausbildungsskala des Pferdes gliedert sich in 6 Punkte und wir sind jetzt nun bei Punkt 4 angekommen. Punkt 1, 2, 3 war Taktlosgelassenheit, Anlehnung. Hat das Pferd dieses erlernt, geht's weiter mit Schwung, gerade Richtung und Versammlung. Aber was ist denn eigentlich Schwung? Schwung ist der energische Impuls aus der Hinterhand auf die Gesamtvorwärtsbewegung des Pferdes. Sozusagen ist das der Impuls des Pferderückens nach oben und nach vorne gleichzeitig. Schwung gibt es nur im Trab und im Galopp. Hier in dem Video werde ich mich primär auf den Trab beziehen. Schauen mal hin, hier können wir erkennen, wir haben einen Moment der freien Schwebe. Das ist der Moment, den wir jetzt so ein bisschen erhöhen wollen und mit etwas mehr Energie versehen wollen im Rahmen des Schwungs. Im Galopp genau das Gleiche. Schwung gibt es sozusagen wirklich nur in Trab und Galopp. Der Schritt ist schwunglos, da er keinen Moment der freien Schwebe hat. Klassische Frage aus den Reitabzeichen, wenn euch die Richter so ein bisschen reinlegen wollen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir ein Pferd im Schulter herein, das heißt, wir sind schon ein bisschen in einer höheren Klasse. Hier kann man deutlich den Zweitakt von hinten erkennen und man kann auch den Impuls aus der Hinterhand als auch über den Rücken deutlich wahrnehmen. Schauen wir uns das Ganze mal im Seitenbild an, hier in der doppelten Schlangenlinie auf dem Turnier. Das Pferd geht schwungvoll an die Hand des Reiters heran. Das heißt, die Schwebephase wird verlängert. So haben wir die größte Schwungentfaltung, zum Beispiel in einer Passage, wo die Schwebephase relativ lang geraten ist. Aber wichtig dabei ist trotzdem, dass das Pferd den Takt beibehält. Denn gerade in den Verstärkungen, wo wir die größte Schwungentfaltung haben, nämlich im Mitteltrab und im starken Trab, als auch im starken Galopp und im Mittelgalopp, neigen die Pferde schon mal dazu, so ein bisschen Fußsalat zu bekommen. Und das zeigt sich dann durch eine arrhythmische Bewegung. Hier gucken wir uns das Ganze mal im Mitteltrab an. Da kann man erkennen, wie energisch das Pferd hinten abfußt. Lasst euch nicht dadurch beeindrucken, wenn die vorne die Lampen austreten. Das ist immer falsch gemeinter Ehrgeiz. Hier das Ganze nochmal im starken Trab. Natürlich kommt das Pferd vermehrt aus der Schulter, weil es ja mit den Vorderbeinen Platz für die Hinterhand machen muss. Ja, also wirklich dran denken, es gilt nicht, die Aktion der Vorderbeine zu beurteilen, sondern schaut auf den Rücken des Pferdes und schaut auf das energische Abfußen. Die Pferde müssen unter den Schwerpunkt greifen. Hier bei der Stute sehr deutlich zu erkennen, auf der Diagonalen, das Pferd drückt sich sehr energisch mit der Hinterhand ab
um in die Gesamtvorwärtsbewegung zu kommen. Im Galopp ist es so ähnlich. Aber da gibt es ja bei YouTube genügend andere Videos, wo man sich einen starken Galopp sehr gut anschauen kann. Ich möchte euch ja hier das mehr oder weniger nur erklären. Hallo ihr Lieben, heute wieder ein Punkt aus der Ausbildungsskala, diesmal die gerade Richtung. Ich werde jetzt versuchen, gleich mal zu erklären, worum es dabei geht. Ich möchte aber eins einmal jetzt vorne weggreifen. Und zwar, es wird nur dem ausbalancierten, im Lot sitzenden Reiter gelingen, das Pferd auch wirklich gerade zu richten. Aber was bedeutet jetzt gerade Richtung? Das heißt, das Pferd sollte tatsächlich gerade laufen. Warum ist das so wichtig? Damit ich eine gleichmäßige Belastung der Muskeln, Sehnen und Bänder habe. Weil ein junges Pferd wird genauso schief daherlaufen, wie es zum Beispiel ein Hund macht. Bei den Hunden ist es nicht ganz so wild, weil sie keine Last im Rücken tragen müssen. Bei dem Pferd jedoch schon, so dass es immer zu einer partiellen Überlastung eines Beines oder eines weiter oben liegenden Körperteiles, wie zum Beispiel der Schulter, kommen kann. Aber gehen wir nochmal in die Ausbildungsskala. Da haben wir die ersten drei Punkte, Taktlosgelassenheit und Anlehnung. Jetzt sind wir ja schon im fortgeschrittenen Stadium, da haben wir Schwung, Geraderichtung und Versammlung. Und die Geraderichtung muss definitiv vor der Versammlung sein. Aber was ist jetzt gerade Richtung? Das ist, wenn die Längsachse des Pferdes, also entlang der Wirbelsäule, sich auf einer Linie bewegt, so dass die Hufe möglichst in einer Reihe spuren können. Ich habe mal was aufgenommen. Hier kann man sehen, frisch gezogener Hallenboden und die Spur der Pferde. Jetzt gehen wir mal näher rein. Jetzt kann man sehr deutlich sehen, dass das Pferd exakt seiner Linie in die Spur der Vorderfüße bzw. knapp daran fußt. Das war einmal jetzt hinten, jetzt einmal die vordere Spur, die wir gerade in der Länge gesehen haben. Jetzt hier nochmal was, das ist im Trab, erste Runde Trab, Hinterhand ist noch nicht richtig am Start, wie man erkennen kann. Pferd spurt noch nicht ein, aber man kann schon erkennen, es ist schon in sich gerade. So, jetzt haben wir hier ein junges Pferd, was sich seit circa einem Jahr unter dem Sattel befindet. Ja, hier jetzt erstmal im Schritt, immer wieder mal weg vom Hufschlag, um mal zu überprüfen, fußt das Pferd ganz gleichmäßig oder weicht doch ein Hinterbein aus. So, jetzt ist natürlich die Sache, ich kann nur bedingt die Hinterhand in die Spur bekommen. Ja, man richtet also die Vorhand durch geschicktes Stellen und Biegen auf die Hinterhand ein. Hier kann man schon erkennen, dieses Pferd tut sich noch etwas schwer mit der gerade Richtung. Deswegen immer die Überprüfung auf dem zweiten Hufschlag. Ja, man kann hier erkennen, dass so minimal, es ist nicht viel, aber es ist ein minimales Danebentreten. Und das führt dann hinterher dazu, dass die Pferde sich nicht gut versammeln können, weil sie nicht gelernt haben, ganz gleichmäßig in die Spur zu gehen. Das ist aber in diesem Ausbildungsstand oder Stadium des Pferdes noch vollkommen in Ordnung. Es zieht sich sowieso wie ein roter Faden durch sämtliche Lektionen hindurch. Jetzt schauen wir uns das mal bei einem schon sehr in der Dressur fortgeschrittenen Pferd an. Jetzt hier eine super Slow Motion. Kann man erkennen, das Pferd spurt ganz gerade, gleichmäßig in die Spur der Vorderbeine. Das heißt, das Pferd tritt in das Hufsiegel der Vorderbeine oder knapp darüber. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal beim Jungpferd an. Hier kann man schon erkennen, das sieht schon relativ gerade aus, aber da fällt noch ein bisschen was anderes auf. Ich nehme jetzt gerne mal noch ein Foto dazu. Das Pferd spurt, man erkennt nur die Füße von vorne, das wäre korrekt, aber der Fall deutet schon hin, das Pferd fällt auf die Schulter. So wäre es richtig, das heißt, das Pferd richtet sich auch in sich selber gerade auf.
Hier nochmal ein Beispiel. Das Pferd ist in sich aufgerichtet und auch gerade. Das gehört auch mit dazu. Für ein junges Pferd ist das ein Balanceakt im wahrsten Sinne des Wortes und erfordert viel Körpergefühl. So, hier kann man so ein bisschen mit dem Schulter vor oder reiten in der ersten Position auch korrigieren. Das heißt, der Reiter treibt das innere Hinterbein zwischen die Beine der Vorderbeine. Und hier haben wir das Ganze mit Reiten in Stellung, wobei das schon fast ein Travers ist, wo das äußere Hinterbein vermehrt und zwischen die Beine oder zwischen die Spur der Vorderbeine getrieben wird. Soweit alles klar. Hier nochmal ein Zeichen, wie es aussieht am Ende der Reitstunde, dass das Pferd dann wirklich in sich gerade ist und die Füße auch spuren. Ihr Lieben, heute der letzte Punkt im Rahmen Ausbildungsskala, die Versammlung. So, jetzt rufen wir uns nochmal die Ausbildungsskala insgesamt zurück, so ein bisschen in die Erinnerung. Da hatten wir Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, gerade Richtung und als letzter krönender Abschluss kommt die Versammlung. Ich gehe jetzt hier nicht darauf ein, wie man in die Versammlung kommt, sondern ich definiere sie erstmal. Wie man da hinkommt, werde ich euch später im Rahmen der Jungpferdeausbildung auch nochmal versuchen, ein bisschen näher zu bringen. Da gibt es dann auch reiterliche Tipps, wie man ein Pferd versammelt. Ja, aber ich gehe jetzt mal so kurz ein bisschen auf die theoretischen Hintergründe ein, mit denen so ziemlich jeder Reiter im Rahmen von Reitabzeichentheorie mal gequält wird. Also Versammlung ist definiert als die Umwandlung der Schubkraft in die Tragkraft. Schubkraft hatten wir gelernt, Hinterhahn mit energischem Impuls auf die Vorwärtsbewegung. So, wie sieht das dann aus? Das Pferd nimmt etwas mehr Last auf in der Hinterhand, tritt damit mehr unter den Schwerpunkt und damit hebt sich die Vorhand optisch etwas. Hier nochmal, die Kruppe senkt sich, die Hinterhand geht mehr unter den Schwerpunkt, die Vorhand erhebt sich und das Genick wird der höchste Punkt und erhebt sich deutlich. Sternlinie bleibt in der Senkrechten. Hier jetzt etwas weiter in der Arbeit. Das Pferd kommt mit den Hinterbeinen schon etwas mehr Richtung Schwerpunkt. Schwerpunkt wäre ungefähr da, wo der Reiter sitzt. Hier jetzt leider nur ein Bild von schräg vorne. Hier kann man jetzt erkennen, das Pferd tritt aktiv Richtung Sattelgurt, also sprich unter die Gewichtshilfe des Reiters. So, jetzt haben wir drei Grundgangarten, in denen wir das Pferd versammeln. Im versammelten Schritt verkürzt das Pferd die Schrittlänge und das Pferd tritt mit seinen Hinterhufen nur knapp in die Spur der Vorderhufe oder knapp dahinter. Hier jetzt deutlich der Übergang vom Mittelschritt in den versammelten Schritt. Na, Pferd kommt jetzt einmal hier kurz gegen die Hand. Aber man sieht, das Genick bleibt oben und das Pferd verkürzt den Schritt. Im Schritt ganz gefährlich, dass der Viertakt auch erhalten bleibt. So, jetzt hier das Ganze im Trabe. Auch hier spurt die Hinterhand gerade in die Spur der Vorhand. Jetzt hatten wir hier einmal gerade das Schulter herein. Wir bewegen uns hier in einer M-Dressur. Jetzt war es einmal hier bei halbe Volte rechts, links deutlich zu sehen, inwieweit das Pferd unter den Schwerpunkt tritt und auch das Knick der höchste Punkt bleibt. Analog geht es jetzt im Prinzip gleich auch weiter im Galopp. Nur bedenkt immer, man hat hier den Eindruck, das Pferd wird etwas langsamer. Also hier, das Pferd könnte ein bisschen mehr Esprit haben tatsächlich, aber verwechselt nicht langsam mit versammelt. Das sind zwei Dinge. Hier kann man erkennen, das Pferd springt unter den Schwerpunkt und auch im Rahmen des Überstreichens kann man erkennen, das Pferd bleibt unterm Schwerpunkt und bleibt mit dem Genick deutlich an höchster Stelle. Und das sind eigentlich auch die optischen Grundkriterien für eine Versammlung. Jetzt gucken wir uns die einzelnen kleinen Filmchen mit Schritt, Trab und Galopp nochmal an.
Hier haben wir jetzt also das Pferd im Mittelschritt auf uns zukommt. Man kann erkennen, klarer Viertakt, die Halslinie fällt, die Stirnlinie befindet sich vor der Senkrechten und das Pferd tritt aktiv von hinten nach vorne an die Hand der Reiterin heran. So, jetzt nimmt die Reiterin das Pferd etwas auf, auch wieder klassischer Übergang, geritten über Schenkel und Gewichtshilfen. Dass das Pferd hier sieht so ein bisschen mit dem Kopf schlicht, hat was damit zu tun. Uns verfolgte in dieser Aufgabe eine Fliege am Kopf und das Pferd war halt sehr empfindlich. Aber man kann sehen, der Schritt verkürzt sich und bleibt taktmäßig erhalten. So, wie ist das denn jetzt im Trabe? Auch hier, genickhöchster Punkt, die Hanke senkt sich. Hanke ist das Konstrukt aus Hüfte, Knie und Sprunggelenk mit den natürlich mit den Knochen dazwischen, was dann etwas mehr sich senken muss. Aber warum ist denn das eigentlich so wichtig, dass sich das senkt? Warum macht man eigentlich versammelnde Arbeit? Und zwar, das Pferd trägt uns zum Großteil mit dem Trapezmuskel. Der Trapezmuskel gehört zur Vorhand. Ja, da wo wir drauf sitzen, das ist eigentlich das Filetstückchen. Das sind Bewegungsmuskeln, das sind keine Tragemuskeln. Deswegen ist es so eklatant wichtig, dass das Pferd lernt, vermehrt mit der Hinterhand unter den Schwerpunkt zu gehen und dort zu arbeiten, um das zusätzliche Gewicht im Rücken besser kompensieren zu können. Das schont euch die Vorhand und dient auch auf jeden Fall zur Gesunderhaltung des Pferdes. So, jetzt haben wir hier das im Galopp, da wird nochmal die Selbsthaltung überprüft. Man wünschte sich hier so ein bisschen energischeren Durchsprung. Aber wenn ich euch erkläre, dass dieses Pferd bereits 20 Jahre alt ist und dass das wirklich die allerletzte Prüfung war, die er in seinem Leben gelaufen ist, ich hatte ihn danach dann rausgenommen, war gut platziert an dem Tag, alles war wunderbar, dann wisst ihr auch, warum das so ein bisschen matt erscheint. Das waren jetzt alle Sachen zum Thema Ausbildungsgala. Das solltet ihr wirklich gut können, besonders wenn ihr ein höheres Reitabzeichen anstrebt. Jetzt kommen wir mal zu diesen möglichen Lektionen der Klasse A, von denen ich eingangs sprach. Hallo ihr Lieben, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Rückwärtsrichten. Eine Lektion, die ab der Klasse A sich durch die kompletten Dressurprüfungen hindurchzieht und auch immer wieder gerne im Training abgefragt wird als Gehorsamkeitsübung. Nur wie sollte das Ganze im Idealfall aussehen und wie wird es geritten? Wir schauen uns das jetzt erstmal an im Video. Wichtig ist, das Pferd muss halten und zwar in der Hinterhand, wenn möglich, geschlossen. Die Reiterin nimmt die Schenkel etwas zurück und entlastet den Rücken des Pferdes leicht, sei er eine entlastende Gewichtshilfe. Das Pferd stößt sich am Gebiss ab, so dass es die treibende Hilfe nicht als vorwärts, sondern als rückwärts versteht. Hier das Ganze in Zeitlupe, das Pferd schließt sich. Wichtig ist, dass die Sprunggelenke unter den Sitzbeinhöckern sind. Dann tritt das Pferd diagonal nach hinten, senkt dabei die Kruppe und kommt so wie hier auch direkt in den Trab. Man kann daraus im Schritt anreiten, antraben oder auch angaloppieren, manchmal auch halten. Da gehen wir aber ganz zum Schluss drauf, weil das somit am schwierigsten herauszureiten ist. Hier das Ganze nochmal. Hier sieht man, das Pferd übereilt sich. Damit ist der Takt des Rückwärtsrichtens nicht mehr so sicher gegeben. Wir haben die gleiche Fußfolge wie im Trabe, jeweils die diagonalen Beinpaare, allerdings ohne Schwebephase. Ist das Pferd nicht sicher im Takt, so steht meistens im Protokoll nicht diagonal, was fehlerhaft wäre, weil der Takt gestört ist. Na, hier könnt ihr sehen, hier ist eine leichte Taktverzögerung, das Pferd setzt Fuß für Fuß, schließt sich auch nicht, senkt auch die Hanke nicht so gut, wie man das in dem ersten Beispiel sehen konnte, um dann wieder wegzutraben. Jetzt hier nochmal ein ganz besonderes Beispiel.
vom Turnier. Das werden viele kennen. Viele rückwärtsrichten Aufgaben werden nicht unbedingt am Hufschlag abgefragt, sondern wie hier bei X. Da ist es auch wichtig, dass das Pferd sich beim Halten von hinten heranschließt, um genügend Kraft in der Hinterhand aufzubringen, die Hinterhand zu senken und dadurch diagonal zu gehen. Das kann man hier gut sehen, dieses Pferd weicht seitlich nach rechts aus, weil es nicht genügend Last hinten aufnehmen möchte. Wie kann man das korrigieren? Der Reiter muss auf der Seite, wo das Pferd das schwächere Hinterbein hat, und zu der Seite, zu der es ausweichen möchte, etwas mehr treiben und minimal stellen, auch beim Rückwärtsrichten. Hier stünde im Protokoll leicht schief. Weitere Hilfen sind oder fehlerhafte Möglichkeiten beim Rückwärtsrichten ist, dass das Pferd den Rücken wegzieht, nicht mehr aus dem Widerriss nachgibt und mit Widerstand sich raushebelt. Das wird dann ganz gruselig und ist natürlich auch immer fehlerhaft dann zu beurteilen. Leider hat sich nicht rumgesprochen, wie man einem Pferd Rückwärtsrichten sauber beibringt. Das ist etwas, worauf ich in den folgenden Videos noch eingehen möchte. Nur zur Zeit von Corona ist es halt sehr schwierig, jemanden zu finden, der gleichzeitig am Stall sein darf und auch filmt. Deswegen immer hier erstmal Videos aus der Retorte. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an, was sonst noch beim Rückwärtsrichten passiert. Das Pferd steht geschlossen. Die Reiterin neigt sich leicht nach vorne und dann kommt es hier zu einer Zeitverzögerung. Das nennt man Rückwärtsrichten in zwei Phasen. Da hat die Reiterin etwas früh damit begonnen, das Halten aus dem Rückwärtsrichten schon zu beginnen, und dieses sensible Pferd hat sofort reagiert und hat es fehlinterpretiert. Leichtes nach vorne, rückwärts. Jetzt versteht das Pferd es falsch und jetzt setzt sich die Reiterin erst hin. So kam das in zwei Phasen zustande. Auch das ist etwas, was auf dem Turnier immer mit einer leichten negativen Bewertung zu ahnden ist. Hier kann man erkennen, das Pferd war nicht ganz geschlossen, bevor es rückwärts ging. Das Pferd verkroch sich und dabei passierte das Nächste, was beim Rückwärtsrichten gerne mal passiert. Und zwar, das Pferd ging mit schleifender Vor- und Hinterhand. Das Pferd fußt dann nicht mehr aktiv ab, sondern es zieht die Füße über den Boden. Schaut mal hin. Im Prinzip könnt ihr da jetzt Salat pflanzen, wo die Furchen gezogen wurden. Die Hilfengebung ist immer das gleiche, aber ihr seht schon in den Aufgaben, auch wenn das jetzt hier durchlässige Pferde sind, die immer rückwärts gehen, kann dennoch etwas passieren, was den Richtern so vielleicht nicht gefällt. Hallo ihr Lieben, heute beschäftigen wir uns mit dem Schenkelweichen. Das Schenkelweichen kann abgefragt werden im Rahmen einer A-Dressur und dient im normalen täglichen Reiten zur Überprüfung, ob das Pferd schon sicher die diagonalen Hilfen annimmt. Das ist eine der zunächst recht schwierig anmutenden Lektionen, weil der Reiter schon alle drei Hilfen gut miteinander kombinieren muss. Auf dem Turnier wird es abgefragt, wie hier von der Viertellinie zum Hufschlag, das nennt man Viereck vergrößern, oder umgekehrt vom Hufschlag zur Viertellinie, das ist Viereck verkleinern. Oder auch in der Lektion Viereck verkleinern und vergrößern. Dabei geht man ungefähr so entlang der Linie, wie es auch bei einer einfachen Schlangenlinie wäre. Nur, was bedeutet das jetzt? Also ganz wichtig, lasst euch nicht reinlegen. Das Schenkelweichen ist eine der wenigen gestellten Lektionen. Das heißt, das Pferd wird nur in der Ganasche gestellt, aber nicht gebogen. Dabei sollte das Pferd im täglichen Training, so wie hier, 45 Grad
zur Wand abgestellt werden. So, aber was passiert denn jetzt nun? Die Reiterin sitzt hier, da es sich ja um Schenkelweichen links handelt, auf der linken Pobacke. Ihr linker Schenkel ist vorwärts, seitwärts treibend, 1,5 breit hinter dem Gurt. Der rechte Schenkel verwahrend, der rechte Zügel ist ebenfalls verwahrend und fängt das Pferd nur auf, falls es vorwärts gehen möchte, der linke Zügel leicht stellen. Ihr merkt schon, ihr müsst die Hilfen gut im Griff haben. Hier jetzt nochmal. Rechts sitzende Reiterin, der rechte Schenkel vorwärts, seitwärts treiben, der linke Schenkel verwahrend, der linke Zügel verwahrend und das Pferd geht mit 45 Grad Abstellung zur Bande vorwärts, seitwärts. Doch wann muss ich treiben? Das gucken wir uns jetzt mal an. Also immer dann, wenn die Hüfte des Reiters, in dem Fall auf der rechten Seite, weil wir ja Schenkelweichen rechts reiten, nach unten geht, wird auch getrieben. Das wäre jetzt. Im gleichen Moment wird am linken Zügel das Pferd vorsichtig abgefangen und eventuell der linke Schenkel, der, wie man hier erkennen kann, verwahrend zurückliegt, korrigiert das Pferd, falls es zu steil werden möchte oder falls es die Position verändern möchte. Ihr merkt schon, das ist eine der ersten Lektionen, wo das Zusammenspiel der drei Grundhilfen des Reiters sicher aufeinander abgestimmt sein müssen. Und wer die ersten Male Schenkelweichen in seinem Leben reitet, merkt eigentlich, wie anspruchsvoll das ist. Das Schenkelweichen wird primär im Schritt geritten. Es gibt eine Adressur, da kommt man auch von der Viertellinie und da wird es auch getrabt. Ich hoffe, euch klingeln noch nicht die Öhrchen, euch schwirrt noch nicht der Kopf. Es war wieder sehr viel Inhalt. Deswegen hier jetzt nochmal tief durchatmen und dann wünsche ich euch frohes Gelingen, solltet ihr eins der Reitabzeichen in Angriff nehmen, dabei alles Gute und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen in der Theorie mit diesem Video unterstützen.